Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es alle neuen Lootboy-Codes. Haut auf jeden Fall gerne den Like- und Abo-Button rein, um keine weiteren Lootboy-Code-Videos zu verpassen. Und zwar haben wir heute einen neuen Diamanten-Code und dann zeige ich euch noch die anderen Codes von den letzten Videos, die noch gültig sind. Und zwar wird außerdem am Freitag jetzt morgen und übermorgen kein Video rauskommen, kein Lootboy-Code-Video, weil ich dann nicht da bin, aber danach wird es wie normal weitergehen. Also die nächsten zwei Tage kommt dann kein Video mehr, aber ja, ich hoffe, ihr versteht es. Im letzten Video hat Noel Hochreutner gefragt, kannst du mich grüßen bitte? Ja, Grüße gehen raus an dich. Falls ihr auch mal gegrüßt werden wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich euch gerne grüßen. Und dann würde ich sagen, holen wir erstmal den Daily Booster ab. Und dann hat noch im letzten Video gefragt, RC RC Bashing, ich habe Lootboy auf dem iPad, aber kann keine Lootboy-Codes einlösen. Ja, das liegt daran, dass man auf Apple-Geräten keine Lootboy-Codes über die App einlösen kann, sondern da muss man alles über die Webseite machen. Dort kann man dann die ganzen Lootboy-Codes einlösen. Dann, wie immer am Anfang des Videos, öffnen wir noch schnell ein Lootpack. Interessant, 750 Coins und 3 schlechte Games. Ist aber nun 200 Coins Lootpack. Außerdem würde ich euch empfehlen, kein echtes Geld in Lootboy auszugeben, sondern nur mit erspielten Diamanten. Da die Wahrscheinlichkeit immer nicht 100% ist, dass ihr auch was Gutes rauszieht. Aber starten wir direkt mal mit dem ersten neuen Lootboy Code. Da ist BORST5. Wenn wir diesen Code einlösen, erhalten wir Diamanten und Coins. Ich schreibe ihn noch einmal, großes B, U, R, S, T und dahinter direkt eine 5. B groß, U klein, R klein, S klein, T klein, 5 klein. Alle zusammengeschrieben, danach direkt eine 5. Interessanter Code auf jeden Fall. Ja, gibt uns, soweit ich weiß, 5 Diamanten und noch 1000 oder 2000 Coins. Muss ich nochmal nachschauen. Und dann gehen wir direkt mal zum nächsten aktuellen Comic-Code. Morgen wird ein neuer Comic-Code rauskommen, aber wie gesagt, kann ich dazu dann kein Video dazu machen. Aber der neue Comic-Code ist BABYSEBTER, also der von vor einer Woche, der noch gültig ist. Und da wird alles groß geschrieben, BABYSETTER, Babysitter, alles groß geschrieben und zusammengeschrieben. Interessanter Code, bringt uns auf jeden Fall Coins, 1000 Coins nimmt man gerne mit. Dann kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Code, der heißt Iron 5, E groß, R klein, O klein, N klein und dahinter direkt eine 5. Interessant auf jeden Fall, denn dieser Code bringt uns 5 Diamanten und 1000 Coins. Früher, ganz früher, vor ungefähr ein Jahr, da habe ich mein erstes Video hier auf meinem Kanal gebracht, das war auch ein Lootboy Code Video und da haben die Coins bzw. die Codes noch mehr Coins gegeben und 20 Diamanten. Jetzt bringen sie leider nur noch 5 Diamanten, wie jetzt Iron 5. 5 Diamanten und 1000 Coins. Also ich schreibe nochmal Iron 5. I groß, R klein, O klein, N klein und dahinter direkt eine 5. Alles zusammengeschrieben. Auf jeden Fall interessant. Dann haben wir noch einen weiteren Code. Der ist Arian-05. Aber wenn ihr Evive-05 schon eingelöst habt, dann könnt ihr Arian-05 nicht mehr einlösen. Auch andersrum gilt es und das gleiche ist auch mit Asi-05. Der ging sogar nicht Asi, sondern Asi-TV. Asi-TV-05. Ja, und das gleiche gilt auch dazu. Und dann kommen wir auf jeden Fall zum Standardcode für neue Nutzer. Einmal Welcome GG und dann natürlich noch Discord 500 einlösen und zu guter Letzt Welcome 500. Das waren auf jeden Fall alle neuen Lootboy Codes. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo Button rein, um keine weiteren Lootboy Code Videos zu verpassen. In 3 Tagen, aller spätestens in 4 Tagen, wird das nächste Lootboy Code voraussichtlich kommen, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Also jetzt 3 Tage Pause bzw. 2 Tage, kommt drauf an, wann ich wieder zu Hause bin. Deshalb, was ist mit dem Video? Ciao, bis zum nächsten Mal.